Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Frau Ministerin Heinold, vor knapp einem Jahr haben Sie den Haushalt für dieses Jahr vorgestellt mit einer Notkreditermächtigung in Milliardenhöhe, nur scheinbar gerechtfertigt durch die Feststellung einer pandemischen Notlage. In der aktuellen Ausgabe des Magazins der Steuerzahler geht der Bund der Steuerzahler davon aus, dass die Landesregierung und der Landtag, gemeint ist die überwiegende Mehrheit von Jamaika und der Scheinopposition von SPD und SSW, mit dem letzten Landeshaushalt bewusst gegen die Landesverfassung verstoßen haben. Das Motto, wo kein Kläger, da kein Richter, so wird da ganz offen unterstellt, hätten Sie mit einkalkuliert. Und dieser Schluss, der liegt auch nahe. Sie, meine Damen und Herren, haben die Corona-Situation für diesen milliardenschweren Notkredit missbraucht, um sich finanzpolitischen Spielraum über Jahre zu schaffen. Und Sie haben damit begonnen, diese Mittel zum Teil zweck- und verfassungswidrig zu verwenden. Wir haben es im Finanzausschuss diskutiert, Batterieforschung oder Klimawandelforschung haben nichts, aber rein gar nichts mit Corona zu tun. Und nun versuchen Sie seit Monaten, diesen Skandal totzuschweigen. Aber mehr als ein selbstgefälliges Grinsen im Ausschuss oder ein paar Plattitüden sind aus Ihrer Runde nicht zu vernehmen, obwohl es doch hier um einen gravierenden und durch das Gutachten von Professor Becker von der CAU in Kiel schlüssig begründeten Vorwurf geht. Meine Damen und Herren, der vorliegende Haushaltsentwurf ist ein auf diesem verfassungswidrigen Notkredit aufbauender Wahlkampfhaushalt. Die Neuverschuldung ohne die Effekte aus der Abwicklung der HSH Nordbank sieht daher mit 67,4 Millionen Euro angesichts der Herausforderung unserer Zeit nur vordergründig erträglich aus. Tatsächlich wurde die Kreditaufnahme einfach nur vorgezogen. Außerdem sollen fast 900 Millionen Euro Rücklagen aufgelöst werden. Kurzum, dieser Haushalt ist eine Mogelpackung. Natürlich haben Sie soeben gerade auch wieder viele salbungsvolle Worte gefunden, warum das alles genau so notwendig ist. Sie sagen Zukunftsfähigkeit und meinen Wahlkampfgeschenke für die schwarz-grün-gelbe Klientel. Sie treiben die vermeintliche Energiewende voran, von der vor allem diejenigen profitieren, die sich derartige Investitionen auch leisten können. Die es sich leisten können, in sogenannte Bürgerenergieparks zu investieren. Die es sich leisten können, Photovoltaikanlagen oder Solarthermieanlagen auf den Dächern ihrer Eigenheime zu installieren. Und damit noch nicht genug, wer von den Subventionsgeschenken und den planwirtschaftlichen Garantien des EEG noch nicht überzeugt ist, für den legen Sie dann noch einen Wettbewerb Solarenergieausbau auf, für den Sie 300.000 Euro bereitstellen und den Sie genauso kurz wie verräterisch ehrlich erläutern. Ich zitiere, derzeit entwickeln sich Photovoltaik-Dachflächen und Solarthermieanlagen in Schleswig-Holstein allerdings nicht sehr dynamisch. Ziel der Maßnahme ist daher die Beschleunigung des Solarenergieausbaus. Dazu soll ein Wettbewerb mit attraktiven und motivierenden Preisgeldern durchgeführt werden. Steuergelder ausgeben, um Bürger zu motivieren, Subventionen anzunehmen. Meine Damen und Herren, dem Irrenhaus Energiewende ist soeben ein teurer Anbau hinzugefügt worden. Sie subventionieren eine Technik, die ohne diese Zuwendung und ohne Abnahmegarantien und Einspeisevorrang noch immer nicht wettbewerbsfähig wäre. Die Zeche zahlt zuerst der Steuerzahler, wie wir hören, und dann der Stromkunde. Und das sind eben auch all diejenigen Menschen, die jetzt schon kaum wissen, wie sie die immer weiter steigenden Energiepreise und Energiekosten zahlen sollen, wie sie die Heizkosten für den kommenden Winter stemmen sollen. Die Energiewende ist nicht nur gescheitert, sie ist in ihren Auswirkungen auch völlig unsozial. Das ist die pervertierte Version eines Robin Hood. Sie nehmen von den Armen und geben den Wohlhabenden. Natürlich ist die Energiewende nicht ihr einziges, ebenso teures wie falsches politisches Hobby. Nach wie vor gehen Millionenbeträge für ihre verfehlte Flüchtlings- und Migrationspolitik drauf. Zuweisungen an Kreise und kreisfreie Städte für die Koordinierung von Integration und Teilhabe für über 2 Millionen Euro.
Stärkung der gesellschaftlichen Teilhabe von Migrantinnen und Migranten 1,5 Millionen Euro, die wegen Corona sogar noch zweckentfremdet werden dürfen, um die Existenz der Empfänger zu sichern. Dabei ist die Existenz doch bereits durch die verpflichtenden Leistungen auf der Grundlage bundesgesetzlicher Regelungen gesichert, Frau Heinold. Immerhin läuft endlich diese unsägliche Einbürgerungskampagne aus, für die aktuell noch Millionen ausgegeben werden. Das ist immerhin etwas. Und während nach wie vor die fiskalischen Folgen des Massenansturms von 2015 und 2016 deutlich im Landeshaushalt ablesbar sind, bereiten zumindest Teile dieser Koalition ja gedanklich schon die nächste Welle vor. Ihnen kann es ja gar nicht schnell genug gehen, die nächsten Migranten ins Land zu holen. Ortskräfte, am liebsten direkt per Luft- oder Seebrücke aus Afghanistan oder eben aus Nordafrika wie Libyen. Ja, regen Sie sich nicht auf, Herr Habersatt, müssen Sie nicht heute nicht machen. Da kommt ja noch unser entsprechender Antrag am Freitag, da reden wir dann noch über die Beihilfe zur organisierten Schlepperei im Mittelmeer. Diesem Haushalt jedenfalls werden wir schon wegen der verfassungswidrigen Bestandteile aufgrund der Notkreditermächtigung nicht zustimmen können. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Erlauben Sie noch eine Zwischenfrage vom Abgeordneten? Alles klar.